Hallo liebe Jakobs-Krönung-Fans. Zeit zum Reden, die kann man ja eigentlich nie genug bekommen. Allerdings sind wir doch mal ehrlich, man kennt es ja, hat Feierabend, kommt von der Arbeit heim schon, wartet auch noch die Hausarbeit auf einen. Für eine allerdings nicht, sie heißt Sonja, wohnt hier im Haus hinter uns. Und die kriegt von uns dreien jetzt mal so richtig Zeit zum Reden geschenkt, jawohl, oder? Aber hallo. Schaffen wir es, wie der Schwab sagt. Ja, packen wir es. Hallo Sonja. Hallo. Ich bin Mike, grüß dich. Hallo Mike. Und wir sind deine Haushalte. Hallo. Na? Kommt rein. Ja, du hast uns wahrscheinlich schon erwartet. Natürlich. Ne? Also, Sonja, was gibt es für uns zu tun? Ja, Mike, also wir sehen hier die Terrarien, die sind neu. Okay. Wir haben noch eins im Karton. Das müsste auch aufgebaut werden. Dann haben wir noch Bügelwäsche. Ein bisschen Bügelwäsche. Ich nehme an, dieser Korb, ja? Wie dieser Korb? Hey, Mike, alle? Vier Körbe. Vier Körbe. Voll bis oben drüber. Tja, wenn ihr habt ihr einen Schlafsack dabei. Ich glaube, wir bleiben etwas länger. Ihr dürft gern zwei, drei Wochen bleiben. Ich kann noch mehr bringen. Warum ist jetzt so die Hausarbeit bei dir in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen? Hattest du viel Stress auf der Arbeit? Ja, also ich tue Briefe und Zeitung zustellen. Ich fange dann morgens um drei an, bin dann mittags um vier fertig, habe noch eine kleine Tochter, Familie. Da habe ich keine Lust mehr mittags. Na, jetzt gibt's aber erstmal Jakobs Krönung für Sonja und ihre Freundinnen. Wollen wir unser Gastgeschenk, die neue Tassimo-Maschine, mal gleich einweihen? Witzig, ich habe eine weinrote ausgesucht, die passt perfekt zu Sonjas Sideboard. Die vier Ladies haben sich länger nicht gesehen und freuen sich, endlich mal wieder so richtig Zeit zum Reden zu haben. Jakobs Krönung macht's möglich, jede hat ihren Lieblingskaffee in der Hand, da kann man prima über uns Männer tratschen. Apropos, wir kämpfen übrigens gerade im Wohnzimmer mit Bergen von Bügelwäsche. Aber kein Problem für uns Helden, alles ratzfatz erledigt. Markus, im normalen Leben übrigens Make-up-Artist, hat sich zu den Damen verzogen und verrät ihnen gerade ein paar Geheimtipps zum Schminken. Braucht ihr noch Kaffee? Ja. Ja? Na, mache ich mich mal nützlich. Ein bisschen Jakobs Krönung und die Damen sind entspannt. Sonjas Bartagamen warten hingegen schon ziemlich gespannt auf ihr neues Terrarium. Zoofachmann Rüdiger und ich müssen Gas geben. Mit Karotten allein lassen sich die Tierchen jedenfalls nicht mehr lange hinhalten. Ein bisschen Erde noch, ein bisschen Deko und dann kommt der Umzug. Ein Fall für echte Experten. Boah, bist du stachelig. So, pass auf, jetzt geht's ins neue Heim. Markus, bitteschön. Und was meint ihr? Das ist ein Junger. Ein ganz hübscher Junger bist du, ne? Das ist unser Opa, der ist schon 9 Jahre alt. Ein Mann. Ach, das siehst du sofort, ja? Ja. Der Kenner. Mein Großer. Und viel Spaß. Den wird auch Sonja haben. Wahnsinn. So toll, hey, das sieht so toll aus. Ja. Toll. Ich hab das schon so schön gemacht. Wir haben noch was mitgebracht. Ja, wie könnte es anders sein, natürlich. Toll. Eine Tassimo. Nicht nur die Maschinen natürlich, sondern Dankeschön. Damit ihr auch viel Zeit zum Reden habt. Ein bisschen Kaffee super. Haben wir auch noch dabei. Danke. Und hier möchte ich auch bedanken für mein Bügeln. Sehr gerne. Danke. Jakobs hat jetzt wirklich die Krone aufgesetzt, muss ich wirklich sagen. Das war so toll heute. Also ich bin immer noch ganz hin und weg und ich werde da wirklich auch 10, 20 Jahre dran denken. Super, hey, alles super, alles super, alle toll, hey. Ganz toller Tag. Hey. Ja, genießt den Abend noch, Kaffee habt ihr genug. Und Männers, wir machen uns aus dem Staub, der nächste Auftrag wartet. Also, tschüss, macht's gut. Tschüss, kommt gut heim, danke.